Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und heute gibt es von mir ein Unboxing der neuen Samsung Series 9. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber ich mache tatsächlich mal ein Unboxing von einem Notebook, einfach weil man auch mal loben muss, wenn es was zu loben gibt. Und mit der Samsung Series 9 hat Samsung in meinen Augen schon bei der Verpackung einiges richtig gemacht. Das Ganze ist die Umverpackung, die ist relativ witzlos und uninteressant, aber wenn man das tatsächlich mal auspackt, dann wird es schon interessanter. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und da zeigt sich eigentlich schon, wo Samsung mit der Series 9 hin möchte. Das Ganze ist nämlich absolut Premium. Das ist ein schwarzer, fester Umkarton, der da drin ist. Sieht zum einen ziemlich schick aus und hier oben drauf ist dann auch noch, ich weiß nicht, ob man es im Video gut sehen kann, ist auch noch ein Hologramm hier auch. Das sieht einfach sehr, sehr schick aus und es hat einfach was. Das macht das Ganze nochmal wertiger. Und die Samsung Series 9, das ist nun mal Premium. Samsung möchte damit in den Premium-Markt hinein. Und wenn man es dann mal auspackt, dann findet man diesen Eindruck eigentlich durchgängig. Erstmal hier drin auch schon wieder Schaumstoff und so weiter. Es wirkt einfach sehr, sehr edel. Es macht wirklich Spaß, das Ding auszupacken. Und hier drin findet man dann die Samsung Series 9. Das ist das Ding. Da komme ich gleich noch zu. Erstmal den Rest der Verpackung. Da hat man hier in einem kleinen Zusatzfach ein kleines Stromkabel. Und dann hier so eine Packung mit ein paar Unterlagen. Hier den zweiten Teil des Stromkabels. Das zusammen ist schon mal das Stromkabel der Samsung Series 9. Und dann hat man hier noch einen Adapter. Das ist ein Ethernet-Adapter. Das war es dann schon. Hier drin hat man dann noch ein paar Unterlagen, das heißt ein Benutzerhandbuch, was keiner liest. Und eine CD für die Recovery. Im Endeffekt eine CD oder eine DVD bei einem Ultrabook oder bei einer Samsung Series 9, die kein Laufwerk hat. Bisschen witzlos, aber ist nun mal dabei. So, das war der Lieferumfang und das war es. Das heißt, man hat hier keine weiteren Adapter und auch keinen Sleeve, also keine Hülle für die Samsung Series 9. Dabei bräuchte man eigentlich Adapter, denn schaut man sich die Series 9 an, dann sieht man, dass das Ding wirklich sehr dünn ist. Wenn ich da jetzt meinen Finger nebenhalte, sieht man, da passt nicht viel mehr drüber. Das Ding ist 12,9 mm flach und ist damit im Moment eigentlich eines der dünnsten Notebooks überhaupt, wenn nicht sogar das dünnste. Gleichzeitig möchte Samsung gar nicht hören, dass es ein Ultrabook ist. Ist es im Endeffekt auch nicht, weil es zu teuer dafür ist und außerdem auch von den Spezifikationen einfach ein bisschen mehr hat als die anderen Ultrabooks. Deswegen möchte man es einfach nicht als Ultrabook branden, weil man halt aus der Masse herausragt damit. Muss man auch ganz klar sagen, dass Samsung es schafft. Also die Auflösung ist höher, die Wertigkeit ist sehr, sehr, sehr gut und man hat einfach so ein paar kleine Feinheiten, die einfach mehr sind als das, was ein Ultrabook normalerweise braucht. Was ich aber ziemlich schade finde, ist bei der Verpackung alleine schon, die Series 9 ist sehr dünn. Diese 12,9 mm, die haben halt den Nachteil, dass man keine vollen Ports verwenden kann. Das sieht man hier. Hier alleine ist ein Ethernet-Port. Das hier ist also der LAN-Anschluss, um es mal so auszudrücken. Da passt jetzt natürlich kein voller LAN-Anschluss rein, weil der ist zum Vergleich so hoch. Das wäre natürlich zu hoch, um ihn jetzt in das Gehäuse noch reinzuzwängen. Also braucht man dafür einen Adapter. Der ist mitgeliefert. Und zieht man den jetzt ab, dann kann man den einfach da reinpacken und dann hat man auch einen Ethernet-Anschluss. Aber das war der einzige Adapter. Hier bräuchte man beispielsweise einen HDMI-Adapter, ist nicht mitgeliefert. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen VGA-Anschluss. Im Endeffekt ist das ja ein Mini-Display-Port, das heißt, man könnte einen VGA-Anschluss draus machen. Auch da braucht man wieder einen Adapter für und der ist ebenfalls nicht mitgeliefert. Also einen von beiden Anschlüssen hätte man in meinen Augen mitliefern können. Schade. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir einmal den Lautsprecheranschluss bzw. Kopfhörer. Hier haben wir ein kleines Mikro integriert. Hier haben wir einen USB 2.0 Anschluss. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal den Ethernet-Port. Einmal einen Mini-HDMI-Anschluss. Einen USB 3.0 Anschluss. Und hier haben wir den Power-Anschluss. Also hier kommt das Stromkabel rein. Das war es mit den Anschlüssen. Nein, nicht ganz. Einer ist noch da. Und zwar auf der Rückseite unten drunter habt ihr hier so eine kleine Klappe. Und zwar ist das der Micro- oder der SD-Karten-Slot. Das heißt, hier könnt ihr dann ganz normale SD-Karten reinpacken. Aber das war es dann wirklich mit den Anschlüssen. Was natürlich auch ziemlich schick ist, nimmt man mal hier die Schutzfolie ab, die Samsung hier oben draufgeklebt hat. Dann sieht man einfach dieses matte Aluminium hier. Matte Aluminium. Samsung selber hat mir in Korea, als ich da war, gesagt, dass das hier
An der Farbe haben die über 2 Monate gearbeitet. Das ist so eine spezielle Farbe und wenn man so drauf guckt, dann wirkt die ziemlich bläulich. Wenn man sie von der Seite anguckt, wirkt die eher schwarz. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Video rüberkommt, aber das macht einfach einen sehr, sehr edlen Eindruck. Jetzt ist natürlich der Punkt, der zweite, den ich beim Unboxing bemängel. Man hat hier rundherum Aluminium. Überall dieses schwarze, edle Aluminium und da möchte man natürlich keine Kratzer drin haben. Das heißt, irgendein Sleeve wäre natürlich schon mal schick. Ist aber nicht im Lieferumfang, muss ich zusätzlich kaufen. Kostet, wenn ich es original von Samsung hole, in der Ledervariante knapp 40 Euro mit Versand. Also 35 Euro plus Versand. Ist nicht ganz günstig, aber man hätte wenigstens irgendeinen Sleeve, egal was, irgendwie mitliefern können, weil ich muss jetzt das Ding bestellen. Das dauert noch ungefähr eine Woche und so lange habe ich erstmal keinen Schutz dafür. Auch das ist so eine kleine Feinheit. Schade, man hätte einfach nur so ein Vlies oder so als Schutzhülle mitgeben können. Für eine Woche hätte das mir gereicht, für immer nicht. Aber die Woche hätte ich es dann auf jeden Fall geschützt. So viel aber erstmal dazu. Was ich sehr lobenswert finde, ist, wenn ich die Samsung Series 9 mal öffne, dann hasse ich es bei neuen Notebooks, wenn hier, wie hier, ungefähr 300 Millionen Kleber drauf sind. Manchmal sind das noch mehr. Und da sind dann sinnvolle Informationen drauf wie Platz 1 bester Computerhersteller bei NTV. Super, das muss ich mir jeden Tag eigentlich angucken, damit mein Ego mir sagt, Mann, du hast einen echt guten Laptop. Totaler Blödsinn, sowas will ich nie wieder sehen. Genauso Energy Star oder International Warranty, wofür brauche ich das? Das weiß ich, wenn ich es mir kaufe, vielleicht, aber es interessiert mich eigentlich null. Ein Core i5, Windows 7, naja, dabei geht es mir persönlich eigentlich genauso, aber ich kann verstehen, wenn manche das noch draufkleben haben wollen. Meistens sind das sowieso Hersteller, Voraussetzungen, dass das mit drauf gepappt wird. Aber gut, die Sachen hier will ich auf jeden Fall nicht sehen und deswegen packt Samsung hier, das erste Mal bei einem Samsung-Laptop, zumindest für mich, auf so eine Schutzfolie. Wenn ich die jetzt abziehe hier, dann war es das auch mit den Klebern. Und das heißt, so habe ich die Samsung Series 9, so wie ich es eigentlich haben möchte, ohne großartiges Kleberbrimborium und sehr, sehr edel, sehr, sehr schick. Und wenn man sich das Design jetzt mal anguckt, dann zeigt sich da auf jeden Fall, wo Samsung wirklich hin möchte damit. Viel edler geht es einfach nicht. Hier hat man beispielsweise das Touchpad. Auch das habe ich mir in Korea mal angeguckt, wie das tatsächlich aufgebaut ist. Dahinter steckt dieselbe Technik im Endeffekt wie hinter einem Touchscreen in eurem Smartphone. Und das Ding ist dann hier auch noch so leicht silbern umrandet, aber nicht, dass es wirklich aufdringlich ist. Zum Öffnen von dem Ganzen sieht man natürlich immer diese silberne Umrandung. Das hier ist halt blankes Metall. Und da hat Samsung hier so eine kleine Kerbe drin gelassen, mit der man das Ganze dann öffnen kann. Sieht einfach auch sehr, sehr schick aus. Und das restliche Design, dazu spare ich mir jetzt alle weiteren Worte, denn das gibt es in dem zweiten Teil der Review der Samsung Series 9. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich bin der Lars von Autobot Samsung und wenn ihr noch Fragen dazu habt, haut es mir einfach in die Kommentare. Wir lesen uns dann im Blog. Ciao.